Hallo, servus. Herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelspiel, bei mir auf dem Kanal. Heute ist das Thema Cinderella Verbrennungstoilette. Wir haben einen Knaus umgebaut, ein wunderschönes Fahrzeug, einen teilintegrierten, und das Fahrzeug hat jede Menge von uns bekommen, also richtig, richtig heftig viel. Ich zähle euch nur einen kleinen Ausschnitt auf. Also er hat dann 3000er Wechselrichter bekommen, er hat zweimal 100 Amperestunden Lithium bekommen, der hat dreimal Solarplatten bekommen, 60 Volt Hochvoltmodul, er hat Ladebooster bekommen, er hat eine Alarmanlage von Titronic bekommen, er hat einen Maxvent bekommen. Dann haben wir noch diverse Steckdosen verbaut und er hat eine Cinderella Verbrennungstoilette bekommen. Ich habe ja schon mit dem Markus Fan for Van ein Video über die Verbrennungstoilette, wie aber auch über die Glissana gemacht. Und ich selber habe ja auch schon eine Verbrennungstoilette, ein Video darüber gemacht und habe auch schon einige Einbauten gezeigt. Aber dieser Einbau war schon speziell, weil wir hatten hinten eine Toilettenbank. Das war alles nicht ganz so einfach. Und oben das Dach ist natürlich stark gerundet gewesen, also da mussten wir uns wirklich was einfallen. Und dann haben wir das Waschbecken, ist mit so einem Klappbad, das dann, sag ich mal, Richtung Toilette geht und in der Duschwanne integriert. Also der Einbau, der hat schon wirklich in sich gehabt, hat uns auch ein bisschen Zeit gekostet und aber lieber machen wir es genau und mit viel Zeit, damit es auch wirklich danach sitzt. Und da muss ich wieder mal sagen, meine Jungs, echt Top-Leistung. Detlef, mega, ganz lieben Dank. Aber auch natürlich alle anderen. Aber in dem Fall, weil Detlef halt mein Cinderella-Spezialist ist, der hat das Ding da reingezaubert. Also schaut echt top aus. Ich glaube auch die Kunden waren ja bei uns auf dem Camper-Treff und waren auch mega zufrieden damit, weil der Einbau war vor dem Camper-Treffen und das Video mache ich jetzt fertig, weil ich gesagt habe, ich möchte immer erst die Videos so einigermaßen zeigen, wenn die Kunden schon ihr Auto haben und nicht schon vorher, weil dann nehme ich die Spannung nicht so weg. Ich hoffe jedenfalls, dass es euch gefallen hat, die Toilette. Ich fand den Einbau mega toll. Das Auto hat jetzt auch richtig Power mit 3000 Watt. Wechselrichter und Lithium und Solar und alle möglichen. Ein riesengroßer Schritt in die Autarkie. Und super funktioniert das ganze Thema. Und das möchte ich jetzt mit euch zusammen anschauen. Also, lasst uns in die Werkstatt gehen und dann legen wir auch gleich los. Knaus Platinum Selektion. Ein wunderschönes Fahrzeug. Ja, er ist fast neu. Der hat gerade mal 5000 Kilometer auf der Uhr. Und wir haben dann jetzt bekommen zum Umbau. Also der hier kann man wirklich sagen zum Umbau, weil er bekommt echt alles. Also alles, was man sich so vorstellen kann. Wir fangen jetzt hier einfach mal an. Sukzessive gehen wir durchs Fahrzeug durch. Hier haben wir verbaut eine Kombi. Jetzt muss ich ablesen, weil ich weiß jetzt auswendig gar nicht, welche das wir da reingebaut haben. Kleinen Moment. Wir haben verbaut die Wechselrichterkombi 3200 von WCS natürlich. Hier vorne schaut sie raus, hier laufen die Lüfter raus, damit wir schön nach außen die Luft wegkriegen. Hier haben wir eine schöne Aussparung gemacht, hier haben wir nochmal ein Brett drauf gemacht. Auch seitlich ist es hier, hier seht ihr es, also ich gehe da mal von der anderen Seite, hier seitlich überall gelocht, damit überall die Luft durch kann. Dann haben wir hier gleichzeitig unseren WCS-Ladebooster montiert, der hier oben drauf sitzt. Und hier unten drunter haben wir den Taster gemacht für die Rapid-Funktion, falls mal die Starterbatterie leer wird. Wichtig bei so einem Wechselrichter ist immer, dass man hier vernünftiges Material verbaut. Also wir sehen hier richtig fette, dicke Kabelschuh,
Der Weg hier zur Batterie ist relativ kurz. Da kommen wir mit 95 Quadrat aus. Aber das ist echt ein Muss. Man kann hier nicht mit 50, 70 Quadrat fahren. Das ist definitiv zu viel. Man muss sich überlegen, was bei 3000 Watt hier los ist und welche Ströme hier fließen. Und noch dazu hat der Wechselrichter ja auch die Möglichkeit, beziehungsweise er verträgt ja sogar ein bisschen mehr. Und also da müssen die Kabelquerschnitte schon richtig gut abgedeckt sein. Ja, was bekommt das Auto noch? Eine Alarmanlage. Ihr seht, da haben wir hier schon angefangen, alles aufzumachen. Hier kommt die komplette Alarmanlage rein. Da muss man immer hier rein, weil man natürlich an die ganzen Massepunkte muss, an die ganzen Bussteuerungen muss. Und das muss so verbaut sein, dass man natürlich auch nicht rankommt. Daher müssen wir hier überall ran und dementsprechend auch hier oben ran. Und das haben wir jetzt schon mal alles freigelegt, damit wir hier die Alarmanlage dann andocken können. Ja, dann kriegt er noch eine Dieselluftheizung, dann kriegt er noch eine LTE-Antenne und er bekommt noch eine Solaranlage. Wir haben dreimal Hochvoltmodul aufs Dach gemacht mit jeweils 130 Watt Peak. Also auch da richtig Power. Und dann kriegt er noch 200 Amperestunden Lithium, einen Maxman. Und dann hat er noch ein Highlight bekommen, also echt ein geiles Teil, eine Verbrennungstoilette, Verbrennertoilette, eine Cinderella-Verbrennertoilette. In dem Zuge haben wir dann hier unten, gehen wir mal kurz hier rum, das Kästchen gleich ein bisschen ummodifiziert. Und zwar haben wir jetzt hier eine Außendusche reingesetzt. Bitte nicht wundern, ist noch nicht fest, ist alles noch nicht hundertprozentig fertig. Hier haben wir eine Außendusche reingesetzt mit einem Ablauf direkt in die Duschwanne. Der Ablauf soll natürlich nicht genutzt werden, aber wenn hier mal ein bisschen Wasser durch den Brauseschlauch, wenn man hier aufhebt, dann wegrinnt, dann kann das hier ablaufen und dann gleich hier runter eben in die Duschwanne. Und dann ist es auch gleich weg und steht nicht hier drin. Und ja, das wird natürlich noch festgemacht. Das wird alles noch absilikoniert und richtig schön gemacht. Dann haben wir hier sogar noch ein bisschen Stauraum und eben eine schicke Außendusche. Und jetzt schauen wir mal kurz ins Innere des Fahrzeugs, weil jetzt möchte ich euch mal den genialen Umbau unserer Cinderella zeigen. Also wenn ich so hier stehe, muss ich das Ganze eigentlich, ja, erst einmal so wirken lassen. Also es ist echt der Hammer, was meine Jungs hier abgeben. Ich muss da an alle, wirklich an alle, ein richtig großes Lob aussprechen. Das ist hier der Detlef, wo das gemacht hat, aber natürlich immer im Zusammenspiel mit allen Kollegen. Aber der Detlef hat hier schon sich sehr stark verkünstelt und ich muss sagen, echt top. Man muss sagen, hier oben war ja nichts, ne? Also das da war ja nicht. Wir müssen ja immer mit dem Kamin nach oben und dann musste man durch die starke Rundung hier ein bisschen rein. Dann haben wir hier die schöne Abkofferung hier gemacht. Dazu mein Finger weg, sonst wird das Bild unscharf. Die schöne Abkofferung da oben gemacht, den Schrank gekürzt, das ganze hintere Teil neu gebaut, den Kasten neu gebaut, hier oben alles an den Rundungen angepasst. Also ich muss schon sagen, echt, ja, erste Sahne. Also ich bin echt mega begeistert. Also es schaut picobello aus, richtig klasse, top. Und das, glaube ich, ist ein Einbau, der sie echt sehen lassen kann. Bitte nicht täuschen lassen, das ist ein Schwenkbad. Also sprich, hier das Waschbecken wird natürlich rumgeschwenkt und dann wird hier zugemacht. In dem Fall geht es ganz gut. Somit hat die Toilette keinerlei Berührung mit der Feuchtigkeit bzw. mit der Nässe. Und hier unten wird noch sauber absilikoniert, damit es dann auch wirklich alles dicht ist und zusammenpasst. Und hier, habe ich gerade vorhin gesagt, kommt dann eventuell, ist der kleine Ablauf, wo dann eventuell das Wasser, eben wenn mal da was passiert, hier reinlaufen kann.
Also ich muss sagen, es ist ein mega gelungener Umbau, war richtig komplex, war echt heftig, hat auch lange Zeit gedauert, viel Material gebraucht, aber es schaut echt top aus. Also muss ich sagen, fast wie serienmäßig. Also echt mega. Ganz, ganz großes Kompliment. Und da bin ich wieder immer wieder stolz auf unsere Jungs. Also muss ich wirklich sagen, was würde ich ohne die alle hier machen? Dann schauen wir hier kurz rein in unser Technikfach. Auch hier sind wir noch mittendrin. Also bitte nicht wundern, was wird hier gerade gemacht. Hier müssen wir natürlich noch die 230 Volt Verteilung für den Kühlschrank ausschleifen. Hier haben wir entsprechend unsere Verteiler wieder gesetzt. Schaut bigobello aus. Hier haben wir das Brett angefertigt, weil das ja so normalerweise nicht ist, damit wir hier wieder sauber arbeiten können und das sauber drauf kriegen. Also auch das schaut top aus. Jetzt müssen wir hier nur ein bisschen verkabeln. Hier kommt nur die Solaranlage, weil hier haben wir den Solarregler hingesetzt. Bitte nicht wundern, warum haben wir den hier hingesetzt, weil platztechnisch das hier echt schwierig ist. Der kriegt aber auch noch ein kleines Lüftungsgitter, damit er die Wärme wegbringt, damit es hier auch kein großes Problem ist. Dann haben wir hier noch unseren Maxvan, den wir hier über die Küchenzeile eingebaut haben. Auch ja, klassisch wie immer, richtig gut. Wir werden jetzt das Ganze noch verkabeln sauber und dann in Betrieb nehmen. Dann fehlt jetzt noch die Alarmanlage und die LTE-Antenne. Das werden wir dann morgen noch gar vollenden und reinigen, prüfen das Fahrzeug. Ein paar Kleinigkeiten müssen wir auch noch machen. Und ja, dann geht es schon wieder langsam dem Ende zu, wo ihr euch natürlich dann das fertige Produkt oder das fertige Umbauen dann auch noch zeigt. Na, was sagt ihr? Also ich bin nach wie vor begeistert von dem Einbau. Ich finde ihn immer wieder toll, wie das meine Jungs da reingestrickt haben. Also ich muss wirklich sagen, Hut ab vor der Leistung, finde ich richtig klasse. Ich glaube, dass das wirklich lobenswert ist. Und mich würde auch gerne eure Meinung interessieren, wie ihr das seht. Cinderella ist natürlich nicht immer ganz so einfach vom Verbauungsort her, weil Nasszellen sind schwierig. Manche Duschen und Bäder sind natürlich schwierig oder Bäder allgemein, weil durch den Kamin, der nach oben raus muss, muss man natürlich gucken, dass man den Weg exakt findet, damit man das alles sauber verblenden kann. Das war hier ein bisschen die Schwierigkeit. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eine Meinung dazu habt, gern in meine Kommentare schreiben. Ich versuche euch das natürlich alles auch zu beantworten und lesen tue ich es immer auf alle Fälle. Dann sage ich schon mal an der Stelle ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es war auch für euch genauso interessant, wie es für mich immer wieder ist. Und ich sage, passt auf euch auf, bleibt mir gesund und ja, über ein Like natürlich, genauso wie über ein Abo, freue ich mich unwahrscheinlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also, bis bald, macht's gut, ciao, ciao.